Uah. Noch auffälliger ging es ja gerade nicht. Oh, da hinten sind drei. Wir brauchen den Radar, den Alarm. Ich würde eigentlich lieber hier wieder zurück. Von der anderen Seite da irgendwie rein. Kann uns jemand sehen hier? Ich glaube nicht, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Da war auch noch einer. Da. So, der ist weg. Hier. Oh. Da patrouilliert auch einer rum. Kiste, natürlich. Der ist da und geht wieder zurück. Haben wir schon in der... Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss hier ganz ruhig sein. Und oh, oh, da hinten. Da hinten kommt jemand. Nein, 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 nein. Oh, das war knapp. Der hätte uns fast gesehen. Oh, da kommt jemand. Mit etwas Glück können wir dem einen Takedown verpassen. Na, komm, 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 komm. So. Den haben wir auch erledigt. Die beiden. Die beiden teilen sich auf. Das ist gut. Da hoch könnte ich, will ich aber nicht. Dass nicht mehr von den Opiumtransportern kaputt gehen, ist ein Wunder. Die sehen sich gegenseitig hier. Oh oh. Das war knapp. Ich versuche mal jetzt da hochzukommen. Ich habe versucht, die Trucks zu zählen, die jeden Tag den Außenposten verlassen. Müssen um die 20 sein. Das sind eine Menge Drogen. Mhm. Erzähl mir. Wie sind wir da reingekommen? Oh, der Kollege. Ist erledigt. Der macht mir noch ein bisschen Sorgen da hinten. Das ist aber der Alarm. Scheiße. Oh, 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 oh. Aber die Alarme sind deaktiviert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, oh. Es ging noch gut. Ist hier noch jemand? Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen vorsichtig sein. Der da, der Alarm ist anscheinend weg. Alle Soldaten sind weg.
Aber da sind noch welche. Tatsache. Aber wo? Wo verstecken sie? Das kannst du so machen, es wird dir aber nicht gut tun. Rohan Ziegelfabrik, Abteilung Transport. Yeah. Freiheit. Ach, ich stand die ganze Zeit. M, Fähigkeiten, schon wieder. Junge, Junge. Kriegen ganz schön viele Punkte zusammen hier. Ich nehme mal unsere Mark 4. Neue Aktivitäten, Weltkarte ansehen. Jawohl. Und hier ist schon wieder so ein hohes Plakat. Da muss es doch irgendwas für geben, dass man... Willkommen im Krieg, Bruder. Nimm ruhig weiter Außenposten für den goldenen Pfad ein. Ja, hab ich vor, hab ich vor. Kann sein, dass uns da echt noch was fehlt. Was ist hier? Ach so, Wurfmesser. So, hier gibt es bestimmt wieder ein Tagebuch. Da liegt es auch schon. Wir gucken rein in Mohangels Tagebuch. Sammlung. Zack. Und hier ist der neue Eintrag von Kartik 1987. Ich wusste, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Wir wurden von Pagamin betrogen. Monatelang haben wir Seite an Seite mit seinen Männern gekämpft und gerade als wir den Palast erobert hatten, hat er den Thronerben ermordet und sich selbst zum König ernannt. Es war ein Blutbad. Pagans Männer haben sich gegen uns gewandt und viele starben, bevor sie es überhaupt wussten, was passiert. Ich kam gerade noch mit dem Leben davon und ich muss mich mit einer Handvoll Überlebender verstecken. Kyrat ist nun in den Händen eines verräterischen Hundes. Eines Hundes, den ich erledigen werde, bevor ich sterbe. Mohan Gale. Ja, Fähigkeiten. Wie viele Punkte haben wir? Wir haben schon wieder 2 Punkte. Das geht doch recht fix. Komm, dann gönnen wir uns jetzt den automatisch Plünder, Takedown, Gedöns, Raffel. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier ist das Bett. Das Bett, das Bett, das Bett. Und sonst aus dem Schrank haben wir nichts, ne? Verkaufen wir kurz. Oh, neue Waffe. Was ist das denn? 87. Verkaufen. Alles, was wir nicht brauchen. Jawohl, ja. Ich glaube, auch Tierfälle werden verkauft, wenn man sie nicht mehr braucht. Ich meine, es war so. Neue Waffe, wo finden wir die denn? Moment. Was ist das? Achso, das müssen wir eh kaufen. Wo finden wir die neue Waffe? Einzigartiges vielleicht? Freigeschaltet, jawohl. Was ist denn das? Eine Schrotflinte. Ne, Schrotflinten finde ich doof, da bin ich nicht so der Freund von. Muni nachfüllen. Karten. Karten können wir aber sehr wohl mal gucken, aber da haben wir wirklich alle, ne? Da kommt nichts mehr dazu. Und ja, theoretisch können wir uns auch die Waffen kaufen dann, aber naja. Das Plakat ist... Was, wieso schon wieder Fähigkeiten? Nee, wir haben doch gar keine Punkte mehr. Was soll denn das? So, wir gucken uns noch an, was die gute Dame da hinten... War da eine Dame, ne? Ja. Was sie möchte. Aber wir müssen schnell handeln. Was gibt's denn? Wenn wir da reinkämen, Corporal Naht ausschalten. Ja. Nee, die würden abgeschlachtet. So, ein örtlicher Tempel wurde in eine Opiumhöhle verwandelt. Begib dich dorthin und eliminiere diskret den Kommandanten. Nimm ihm seine Hundemarken ab und verstecke die Leiche, wenn möglich, um für Unruhe zu sorgen. Was zum Geier ist da los? Was ist denn hier los? Suche auf der Karte nach gegnerischen Konvois. Auf der Karte? Oh. Pagans Zorn. Du erhältst große Mengen Rupien, kannst gratis deine Muni auffüllen. Nee, eigentlich... Achso.
Das gucken wir uns mal an. Entschuldigung. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten. 372 Meter nur. Töte dein primäres Ziel, durchsuche es nach seinen Hundemarken und verlasse den Ort des Geschehens unbemerkt. Alter. Die haben noch einen an der Klatsche hier. Aua, ist er das? Was ist denn hier los? Ich will das da hinten hin, Mann. Uah. Ich geh jetzt ja durchs Gebüsch auf der Straße, da kommst du ja keinen Meter weit. So, wir sollen ihn unbemerkt töten, dann die Hundemarken nehmen und verstecken. Oh. Wer immer diesen Außenposten befreit hat, ist ein Held. Brauchst du Hilfe? Nee, Außenposten habe ich befreit. Ich war das. So, wir müssen da hinten hin. Komme ich hier irgendwie elegant runter? Ja. Das geht. Und hier, das müsste auch gehen. Jawohl, ja. Ah, oh. Ein Jetski. Das ist ja cool. Einmal kurz da drüben gucken. Oh. Da kann ich auf jeden Fall nicht direkt da anlegen. Ich fahre am besten... Ich immer so großzügig außen rum fahre. Ich hatte gehofft, ich komme da so ein bisschen über die Klippen. Wie sieht's denn da aus? Da sieht's gut aus. Aua, du Scheißfisch. Okay, töte den Kommandanten, ohne bemerkt zu werden. Wir müssen bestimmt warten, bis der sich da wieder umdreht. Ah ja. Gicht dich nix an. Komm, dreh dich um, Jung. Oder komme ich hier auch hoch? Das könnte auch gehen. Müssen wir erstmal den Kommandanten irgendwie ausfindig machen. Oh oh. Wir dürfen ja sonst niemanden umnatzen hier. I. Ist er das? Ich glaube, das ist er nicht. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das ist er. Das ist der Kommandant. Okay, der geht da hinten rum, glaube ich. Hier ist echt viel los. Das heißt, wir gehen jetzt auch mal hier irgendwie das Gebüsch. Ne, eine Pflanze sammle ich jetzt bestimmt nicht. Das sammle ich. Dann mal gucken, ob hier noch einer steht. Ansonsten können wir den... Hier steht keiner.
Tja, was ist das bloß? Ist da draußen jemand? Hundemarken, die haben wir. Verstecke die Leiche. Lege die Leiche in einem der Verstecke ab. Okay. An einem der Verstecke sind wir schon. Da unten? Echt jetzt? Hier, ne? Leiche versteckt war Bonus. Sehr gut. Und jetzt müssen wir nur noch entkommen. Nur noch, weil wir hier echt beschissene Fische im Wasser haben. Schnell weg. Yeah, Attentat. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Erreiche Camp Bravo. Und da ist ja auch schon wieder unsere alte Quest. Und wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Ah, hier hätten wir noch einen Ort entdecken können. Scheiße. Sollen wir da noch eben hinfahren? Die Quest haben wir ja geschafft. Gut gemacht, Bruder. Du hast ein Schwein getötet, das sein eigenes Volk verraten hatte. Ja. Lass sie zahlen, AJ. Lass sie alle zahlen. Ja. So. Rum und gib ihm. Ich bin gespannt, was das für ein Ort ist, der da unter Wasser ist. Uah. So, einmal kurz tauchen. Ein Boot. Wir haben ein Boot entdeckt. Ist hier sonst noch irgendwas? Da ist eine tolle Kiste. Oh. Ich will jetzt wissen, was diese Kiste in sich hat. Chlortabletten. Wow. Ein Silbermesser. Komm, schnell wieder hoch. Und haben wir sonst noch was an diesem See? Tatsächlich haben wir was an diesem See. Nehmen wir mal diesen Ort. Willst du mich verarschen? Da waren wir doch gerade. Wieso hat er den nicht entdeckt? Raxi-Brennerei, okay. Eine Raxi-Brennerei. Ein Plakat haben wir hier schon mal. Weg damit. Und hier geht's rein. Oh, schick, schick, schick. Ein Geheimversteck. Oh, was haben wir hier? Mein fairer Anteil. Sabayit, ich erlaube dir, mit der Schwarzbrennerei fortzufahren, wenn du mir 20% deiner Produktion überlässt. Ich weiß, dass du Geld von mir versteckst. Ich habe meine Männer auf der Insel und lasse dich sehr genau beobachten. Ich will heute Abend noch eine Lieferung. Ich gebe dir nur diese eine freundliche Warnung, bevor ich dich in die Trauerkammer schicke oder vielleicht sogar in die Stadt der Schmerzen. Zippel, was ist das? Corporal? Corporal Sartisch Naht? Corporal könnte sein, ne? Ist das nicht doch CPL, ne? Corporal. Fähigkeiten schon wieder. Alter. Minzweisheiten und ein Silbermesser. Propaganda-Zentrum-Aufgaben. Ja. Wir müssen echt mal weitermachen. Aber es gibt so viel zu entdecken hier. Okay, das sieht aber schon ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Die da hinten bleiben noch markiert. Okay, haben wir denn hier ein Eutekün? Steht hier irgendwo ein... Kommen wir da mit dem Boot hin? Wahrscheinlich nicht. Hier ist doch gar kein Auto, ne? Naja, Leute. Wisst ihr was?
ich mache erstmal eine Aufnahmepause hier und, also auch Aufnahmestopp und würde sagen, wir machen jetzt in der nächsten Aufnahme weiter und dann mal gucken, hoffentlich kommen wir mit der Hauptquest ein bisschen weiter. Hier wirst du ja nur abgelenkt, aber schon cool, ist schon echt cool, sieht wunderschön aus, macht Spaß und ist doch sehr abwechslungsreich. Ne? Also, ich sag mal, bis zur nächsten Aufnahme, stimmt sogar. Bis zum nächsten, beides. Wünsche euch noch was. Wir sehen uns. Ciao.